Tja, Leute, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Eigentlich wäre ja dieses Wochenende GMF gewesen, aber durch Corona haben wir das komplett abgesagt. Dann haben wir uns überlegt, ein kleines Privates zu machen. Corona-Lockdown wieder dazwischen gekommen. Tja, das wäre ansonsten unser Wochenende gewesen. Naja, vielleicht muntert mich nachher gleich das Paket da hinten auf. Habe ich vom Taki bekommen. Ich hoffe, dass er dieses Mal eine Rechnung reingelegt hat. Und naja, was mache ich das Wochenende? Ich bin damit beschäftigt, hier den kompletten Hof einmal ein bisschen zusammenzuräumen. Da war ein Haufen Laub drin, habe ich schon mit dem Laubbläser alles weg. Hier im gesamten Hof das ganze Laub mit dem Laubbläser weg. Da oben sollte ich eigentlich noch die Plastikdachrinne wegmachen. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Jedes Jahr dasselbe Drama. Ja, und deswegen, so wie da, mache ich da im Frühjahr eine Metalldachrinne hin. Ja, was steht sonst noch alles an? Die Steine werde ich jetzt endlich mal wegräumen. Hier hängt ein Katzenhaar vor der Linse. Mei, hier geht's zu. Hier habe ich die Wasserpumpe von unseren Regenwassertanks weggemacht und die Tanks abgelassen. Ja, hier drin geht's auch demnächst weiter. Da liegt das ganze Zeug rum, was ich abgebaut habe. Ja, und dann haben wir noch was Böses gemacht. Hier hinten im Garten. Oh Mann, da geht's gleich weiter mit der Arbeit. Das Eck will ich ja auch endlich mal aufräumen. Ja, wir haben direkt hinterm Gewächshaus einen großen Baum stehen gehabt. Den hat man gestern niedergemacht, abgesägt, umgesägt, klein gesägt. Da flacken die Überreste überall im Garten verteilt. Das muss auch noch alles weg. Ja, die ganzen Bäume möchte ich noch ein bisschen zurückschnibbeln. Also, ihr seht, ich habe so viel zu tun. Man muss es bloß einmal tun. Und naja, jetzt bin ich halt einmal dran das Wochenende. Verlängertes Wochenende. Ich bin schon seit gestern dabei. Ha, was soll's, was soll's. Kommen leider Grillvideos wieder etwas zu kurz. Naja, aber vielleicht ist ja in dem Paket was Schönes, wo ich eine Blitzidee krieg und dann fahre ich noch zum Shoppen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt davor und packen erst einmal das Paket aus. So, dann wollen wir hier mal. Da habe ich das beste Messer, mein Bananenabschnibbelvideo. Ja, Banane im Garten hinten habe ich auch schon eingepackt, die da vorne in meinem Betonding muss ich auch noch machen. Naja, schauen wir mal, ob mich dieses Paket aufmuntern kann. Was hat dann alles eingepackt? Weil ein paar Sachen habe ich mir extra bestellt. Und jetzt gucken wir mal, was da alles rauskommt. Hallo, hallo. Ja, schmecken. Feines Pierlikör. Limited Edition. Kruskowak. Ja, geil. Ja, geil. Habe ich das gesagt, dass ich den dazu haben möchte? Sehr geil. Was haben wir hier? Pfefferbeißer. Geräuchert. Irgendwo hat er gesagt, ist noch ein Brief mit drin. Chili-Landjäger, Schwarzwälderart. Oh, Fleischwurst, Hausmacherart. Also die Blutwurst kann ich da gleich sagen, Taki, die ist für meinen Schatz. Aber die Leberwurst? Oh, oder ist das Fleischwurst? Naja,
Sehr geil, sehr, sehr geil. Dancing Chicken? Willi Wildschwein? Willi Wildschwein. Okay. Gewürze über Gewürze. Oh, da müssen wir jetzt echt einmal wieder ein paar Videos machen. Montreal for all. Werde ich mir später dann zur Gemüte führen, für was das alles ist. Kommt nochmal ein Gewürz raus. Und fetter Speck. Das ist einer von denen, was ich mir mitbestellt habe. Wie ich gesagt habe, brauche ich, muss ich haben. Nochmal ein Gewürz. Smoked Sea Salt. Also Salz gesmoktes. Sehr geil. Big Tucks Schinken, Schwarzwälder Art. Oh, ich glaube, das gibt eine richtig geile Vespa oder auch Brotzeit. Mann. Das ist ja ein reicher Gabentisch heute. Was kriegt man hier? Ein dicker Bauch Schwarzwälder Art. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Leute, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Und wo ist der Brief? Wo ist meine Rechnung? Tandoori Masala. Okay. Nichts mehr raus. Da habe ich was. Da haben wir was. Okay. Taki, das ist aber keine Rechnung für das Zeug. Das ist was für die lieben Zuschauer. Leute, ich glaube, da wird's. Oder wie? Ey. Hammer, echt Hammer. Dieser Zettel hier, verrate ich jetzt noch nicht, was das ist. Aber das kommt Zuschauern zugute. Da wird es noch eine Verlosung geben. Taki, ich bin platt, aber ich hab gesagt, ich möchte den Schinken und das Zeug dieses Mal wirklich löhnen. Also wirst du mir schön sauber noch eine Rechnung dazu schreiben. Es kann nicht sein, dass man von Kumpels nur absahnt. Das erste Probierpäckle von dir habe ich gerne so genommen, aber das Zeug muss bezahlt werden. Oder bist du größer? Ich glaube nicht. So, jetzt nochmal Cam direkt auf mich, weil mir tut schon der Rücken weh. Also ich bin jetzt wirklich am Überlegen, was ich damit da Videos machen kann. Ich freue mich riesig. Auch über den Kruskowak. Tja, irgendwas werde ich mir da auf alle Fälle überlegen. Und wie gesagt, es wird irgendwann demnächst ja noch eine Verlosung geben. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht aus welchen Gründen auch immer. Aber das soll euch ja zugute kommen. Oder ich melde mich unter falschen Namen an. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Nee, machen wir nicht. Ja. Seid gespannt.
Ich werde das jetzt mit Schatzi abklären, ob wir nicht noch irgendwie ein Video machen das Wochenende. Und alles ist offen, alles kann, nichts muss. Wir werden sehen. In diesem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.